Wollen wir mal weiter? Ja. Da der Verteidiger versuchte, den Beweis zu verbergen, dass das Mädchen die große Hexe ist. Aber er legt uns nicht herein. Ah, übrigens, du sollst mal das Einsteckding in der Buchse drehen. Wenn du weißt, was ich meine. Hallo, 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 hallo? Anders? Nein? Gar nichts mehr? Oh Gott, du hast es schlimmer gemacht! Du im Chat, der das vorgeschlagen hat. Aufnahmeprobleme, nur echt bei Exido Entertainment, genau. Dreh mal das Ding, das hilft meistens. Ja. Und? Hörst du mich noch? Kannst du mich jetzt noch hören? Hörst du mich jetzt gar nicht mehr? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Oh. Das war wohl kontraproduktiv. Hallo? Ja, das war wohl kontraproduktiv, das ist richtig. Hast du noch irgendwas Ersatzmäßiges? Hast du noch irgendwo Ersatz? Nein. Also schon. Aber nur mit so ganz kurzen Kabeln, dann müsste ich die ganze Zeit so sitzen. Hä, du siehst mich ja gar nicht. Ich sehe. Ah, doch, doch. Moment. Schwupp. Oh Mann. Das ist ein Ding. Das gibt's doch nicht. Ich seh nix. Moment. Noch Licht. Ah, erst hört er nix, dann sieht er nix. Ich glaube, er sollte mal zum Arzt. Jetzt höre ich dich. Ja, du hörst mich wieder. Nur links. Ja, Hauptsache, also ich hoffe, wenn du mich mal irgendwann oder irgendwie den... Du hörst du doch auch den Ingame-Sound, oder? Den höre ich auch. Gut, weil wenn das irgendwann mal weggehen sollte, sag Bescheid. Okay. Alles klar. Du bist. Der Verteidiger versuchte, den Beweis zu verbergen, dass das Mädchen die große Hexe ist. Aber er legt uns nicht herein. Ob vor oder nach dem Regenschauer. Wirklich niemand hat sich dem Glockenturm auch nur genähert. Doch waren das vorhin so viele mit der gleichen Stimme? Ja. Doch plötzlich erschienen Fußabdrücke auf den Stufen des Turms. Als ich sie sah, dachte ich sofort... Und meine eigenen Gedanken konnte ich nicht verstehen. Meine Augen! Meine Augen! Alles war unscharf! Aua, meine Augen! Wer weiß, was da jemand gemacht hat. Deshalb begann ich zu zittern und mir wurde schwindelig. Der Regen hörte auf und ein wunderschöner Schmetterling erschien an unserer Seite. Regen ist abscheulich, meine Stahlstöckelschuhe werden schmutzig und mein wallendes Haar verliert seinen Glanz. Das war auch einer von denen. Ach, wenn ihr wüsstet, diese Freunde, wenn Dominika ihre schmutzigen Schuhe auf unseren Rücken abtrennt. Ich blieb da. Ich bin meiner Pflicht nachgekommen, als ich den Eindringling sah. Ihr müsst mir was glauben. Unentwegt sinnierte ich über den Vorfall und ausgerechnet jetzt offenbart sich mir alles. Ich erinnere mich an nichts. Nun, dies kann man wie folgt zusammenfassen. Nichts. Gar nichts. Alle habt auf jeden Fall euer Bestes gegeben. Die Wachen haben sich beim Bewachen des Glockenturms seit seinem Erscheinen abgelöst. Nur eine Hexe hätte unbemerkt an ihnen vorbeikommen können. Ja, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. In der Tat. Hm.
Jedoch. Ein Stück Leckerli von Joey auf dem Boden. Naja. Ist es. Jedoch muss ich gestehen. Ich glaube, ich esse mal es gleich auf. Boah. Was an diesen Aussagen meine Aufmerksamkeit erregt hat. Oh. Verteidiger. Hm. Ja, euer Ehren. Habt ihr möglicherweise einen wichtigen Beweis unterschlagen? Wie bitte? Aber euer Ehren, warum sollte ich so etwas tun, Zwinker, Zwinker? Glaubt nicht, dass ihr mit aus dem Schneider seid. Richtig, Hauptmann Haubert? Sehr richtig. Verteidiger, ihr und eure Kumpanen habt den Schauplatz des Verbrechens verunstaltet. Und wolltet zudem einen wichtigen Beweis an euch reißen. Was haben wir? Spricht er vom Anhänger? Aber zu guter Letzt haben wir ihn euch doch gegeben. Wir haben nicht versucht, ihn zu stehlen oder sonst was. Ihr könnt's nicht beweisen. Absurd. Wir sahen, wie ihr den Gegenstand in eure eigenen Taschen stecktet. Oh, stimmt ja das. Ja, das war nur, weil ich es aufbewahren wollte, bis ihr es bekommt. Der Beweis, den wir von euch erhielten, wurde der Inquisition übergeben. Wir haben unsere Bürgerpflicht getan. Und die Inquisition hat ihn unterschlagen. Dem ist doch so, werte Frau Großinquisitorin Gloria. Wenn sie jetzt komisch guckt. Oh. Das wäre cool, wenn sie jetzt auf frischer Tat ertappt worden wäre. Hm. Dieser Gegenstand. Was soll das sein? Oh, das ist doch. Das ist der Mario! Mach den Mario Swing! Die Arme auf und ab! Setzt euch jetzt in Trab! Super Mario! Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Genau. Ja. Der Anhänger, den Sophie den Narrateur immer trägt. Ein Anhänger? Also so jemand aus einer Sekte? Ah, vielleicht kam so Anhänger-Man zustande. Ah. Hm, durch den Anhänger. Mhm. Ach so, ja, weil wir das Ding als ganz anderen Anhänger irgendwie gesehen haben. Ja. Ja. Nee, aber ein Anhänger kann ja auch ein... Also Sophie trägt einen Anhänger, also einen von diesen Schatten. Aus dem Wald. Haben ihn auch gesehen. Das ist Sophies Anhänger. Sie verlässt ohne ihn niemals das Haus. Oh. Moment. Hat sie ihn nicht auch vorher getragen? Hä? Du bist. Sie war es. Sie ging zum Glockenturm und setzte Hexerei ein. Und hier ist ein Übersichtsplan davon. Nun gut. Oh. Dieser Anhänger wird als Beweis anerkannt. Oh, keine Ruhe im Gerichtssaal. Hm. Nun, die Angeklagte wurde auf frischer Tat ertappt. Von daher ändert sich auch mit dem Anhänger recht wenig. Immerhin sollten nun alle Zweifel weggefegt sein, ob sie sich je am Ort des Verbrechens aufgehalten hat. Verflixt und zugenäht. Wären sie nur 5 Sekunden später aufgetaucht, hätten sie uns nicht den Anhänger nehmen gesehen. Ja. Oder Nick? Hm. Bist du was wach? Oder schon am Träumen? Hey, listen! Oh, keine Sorge, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Klosterfrau Melissengeist. Ja, ich muss ja auch zitieren, woher das ist. Weil. Nee, eigentlich war es Alfred Biolek in der Werbung davon. Anhänger-Man kam von Was wäre der dümmste Mega-Man-Roboter? Ah. 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 Okay. Der Prozess braucht wirklich lange, oh Gott. Also, schnell weiter! Los! Kam es mir nur so vor? Oder wirkte Gloria jetzt gerade irgendwie so richtig nervös? Und wenn ich ihn mir mal genauer anschaue, dann kann ich schwärzliche Flecken auf dem Band des Anhängers erkennen. Also angekokelt. Möglich? Verteidigung, ihr könnt nun mit eurer Befragung beginnen. Ich nehme einen Hinweis. Nein. Der Glockenturm, okay.
seit seinem Auftauchen bewacht. Niemand hat jemals ein schlechtes Wort über uns verloren. Angreifen! Nein, ich gucke mir trotzdem nochmal genau den Anhänger an. Einfach weil... Vielleicht kann man den... gefunden am Tatort. Das Band ist zerrissen und einige schwarze Flecken sind darauf zu sehen. Was haben wir hier nochmal? Matschige Fußabdrücke auf der Treppe. Okay, das hatten wir ja gehabt. Hier ist auch sonst nichts drauf, aber wir merken es uns mal. Ich will mal wirklich alle Sachen, die ich da so drin habe, irgendwie mir einprägen. Nicht, damit, falls wir was präsentieren müssen, mir es vielleicht schneller einfällt. Jo. Aufzeichnungen der Wache. Der Glockenturm wurde stets bewacht und es gab keine Eindringlinge. Okay, keine Eindringlinge, stets bewacht. Hatten wir aber auch schon. Ja. Eine Skizze des gesamten Turms. Was hatten wir hier nochmal? Wir haben den Tatort in der Mitte. Wir haben die Glocke da oben. Ja. Und den Eingang unten mit der Treppe. Wie man auf die Glocke Genshi bekommt, oder wie man das nennt. Mhm. Ja. Mit dieser Vorrichtung. Also mit dem Glockending. Wenn man da hinkommt, oder was? Genau, genau. Okay. Dann Apparatur. Hat erstmal zwei rote Steinchen und insgesamt 9 blaue. Die Anordnung ist mir jetzt erstmal egal. Mehlbedeckte Robe wurde im Glockenturm gefunden. Mehl klebt auf den vom Regen durchnässten Stellen. Okay, und die Zusammenfassung. Tötete mittels Magie. Erstmal alles angreifen. Oder was hatten wir hier? Verteidiger versuchte, den Beweis zu verbergen. Aber er legte uns nicht herein. Ob vor oder nach dem Regenschauer, wirklich niemand hat sich dem Glockenturm auch nur genähert. Kann ja gar das nicht dann sein. Würde ich mal angreifen. Ah, außerdem würde ich... Ja, genau. Nach dem Regenschauer war sie... Also... Ach so, Regenschauer. Oh. Seid ihr euch da ganz sicher? Aber natürlich. Und übrigens... Ich will ehrlich zu euch sein. Seit ich begann, den Turm vor einigen Monaten zu bewachen... Seitdem kam niemand, verdächtig oder nicht, dem Turm nahe. Niemand außer uns. Ihr seid verdächtig. Wirklich? Niemand nähert sich uns auf ein Schwätzchen, wenn wir dort Wache stehen. Fast so, als wären wir nicht da. Mhm. Es ist dort so einsam, so trübselig. Und hätten wir nicht alle Dominika dann... Genau! Trübselig, einsam! Ihr habt ja keine Ahnung, wie traurig es ist, diesen Turm zu bewachen. Es ist sehr traurig, oh ja! Ich würde fast weinen, wenn ich das denn überhaupt könnte. Man sollte doch meinen, dass sich jemand für einen verdächtigen Turm interessiert, aber niemand tut es. Ist ihre Aufgabe eigentlich nicht eh, die Leute vom Glockenturm fernzuhalten? Nun, die Wache hat also niemanden den Glockenturm betreten sehen. Und ihr wisst ja, was dies bedeutet. Aber die Fußabdrücke erschienen auf der Treppe. Ja, vielleicht sollte ich da mal nachhaken. Doch plötzlich erschienen Fußabdrücke. Eben. Ich dachte sofort, das muss die Hexe sein. Und nicht etwa, das ist Zufall. Die Tropfen von der Decke runter. Die Fußabdrücke. Ja, außerdem, ich wollte noch mal gucken in die Profile. Nicht, dass ich da irgendwas... Also, Sophies Katze war zur Tatzeit bei ihr. 10 Stadthelden brachten den Glockenturm seit ihrem Auftauchen vor bewachten den Glockenturm so seit 3 Monaten. Okay, 3 Monate. Der Glockenturm war also vor 4 Monaten noch gar nicht da. Gloria, Großinquisitorin, inhaftierte Flamberg wegen Hochverrats und führt nun den Prozess. Sophies Vater und Gründer Labyrinthias, getötet vom Feuerdrachen Arcanas. Die Angeklagte, Vorwürfe, ja, okay, alles klar. Beweise, nee, präsentieren wir noch nichts. Mehlbedeckte Robe, nee, das ist glaube ich noch nicht. Aber hier mal angreifen. Das Schlimme wäre, wenn wir jetzt alle angreifen müssten. Und danach erst irgendwas passiert. Ja. Haltet ein.
ihr habt doch auch die Fußabdrücke auf der Treppe gesehen. Fußabdrücke auf der Treppe gesehen. Ja, manche Fußabdrücke einer Person vom Eingang bis ganz nach oben. Die Fußabdrücke, die ihr gesehen habt, stimmen sie mit denen auf dieser Skizze überein? Sollten dies die Fußabdrücke sein, die wir am Turm fanden? Ja. Und wann habt ihr diese Fußabdrücke bemerkt? Nach dem Regenschauer. Doch eine Weile vor dem Zwischenfall. Eine Sekunde, Papalott! Ich kann mich nicht entsinnen, dass ihr mir dies berichtet habt. Ja, das ist wohl richtig. Ich habe es nicht berichtet. Warum nicht, Papalott? Gerade ihr, der seine Pflicht ernst nimmt, zumindest im Vergleich zum Rest. Warum habt ihr mich nicht benachrichtigt? Das sieht mir gar nicht ähnlich, oder? Ich bin mir sicher, ich hatte einen guten Grund für meinen übersehenen Bericht. Es ist zwecklos, ich hab's vergessen. Ich glaube, ich könnte mich erinnern. Jemand müsste mir nur ein Stichwort geben. Dieser Kerl, der ärgert uns doch nur. Wir können nur hoffen, dass er sich noch daran erinnert. Das heißt, vermutlich... Seine Aussage hat uns immerhin neue Informationen geliefert, aber was... Dass wir jemanden anderen angreifen und dann fällt ihm bei irgendwas wieder was ein und dann müssen wir... Das ist gut, das wird passieren, ja. Das ist echt gut. Nicht, dass wir was präsentieren, sondern dass wir jemand anderen angreifen. Der Täter betrat den Glockenturm kurz nachdem der Regen aufgehört hatte.